We are back in business. Was habe ich gemaked? What do you have you maked? Ich habe erstmal. Have you? Ich habe nämlich Folgendes gemaked, mein Lieber. Gucken Sie mal hierher. Hallo? Hallo? Regie? Ach so. Schlafen wir? Schlafen wir etwas schon? Ich habe gegenüber jetzt auch noch etwas Strand gemacht. Hier, das müssen wir noch ein bisschen runterholen. Was ist mein Schniedel? Banana Ping schreibt gerade, cool, neuer Werbescreen. Wo warst du die letzten zwei Monate, Banana Ping? Stimmt. Was hast du betrieben? Warum hast du keinen Rocket Beats TV geguckt? Ganz genau. Hast du etwa, ist das. Eine Frechheit ist das. Hast du etwa gearbeitet? Hast du ein das ist kein Grund. Ja, kann auch während der Arbeit gucken. Das stimmt. Das stimmt. Das sagen wir ja den Leuten nur zu gerne. Weniger effektiv arbeiten, mehr heimlich Rocket Beans TV gucken. Google Earth hat angerufen, deine Mutter steht im Bild. Oh, du hattest eben noch ein was? Ah, warte, ich hatte noch. Deine Mutter legt sich in eine Badewanne voll mit Fanta, weil sie auch mal aus einer Limo winken will. Auch sehr nett. Sehr gut, gefällt nicht mir. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, und jetzt hier drüben ist nämlich eine frische Uni. Hier, da, das ist eine Uni. Ich sehe nur Bauch, wo ist das Spiel? Ja, ist krass, ne? Leute, verletzt das bitte. Das war jetzt ein bisschen hart. Das war ein bisschen hart. Weißt du, was noch hart ist? Das Leben. Ja, es tat weh. Aber gut. Und ich will ja jetzt hier drüben, haben wir eine Uni und da natürlich noch, also kann ich jetzt gerade nicht... Ist das ein Krankenhaus oder was ist das? Nee, ich glaube, das ist auch eine, nicht eine Uni, sondern eine Hochschule oder sowas. So, und hier lassen wir es nämlich auch ein bisschen strändlich werden. Das hatte ich nämlich ursprünglich mal Föhrchen. Ja, dieses Terraforming. Wir werden gleich Stadtteile bauen, aber man muss natürlich vorher planen. Im Nachhinein ist es schwierig. Okay, Banana Ping musste zur Schule. Also ich habe jetzt ja viele Ausreden erwartet, aber das ist wirklich billig. Wollte ich gerade sagen. Also zur Schule mussten hier die wenigsten, wie man merkt. Also ich sag mal, wenn du auf so eine coole Schule gehen würdest, wie die hier, die Hannes hier gebaut hat, hier direkt am Strand, dann könnte ich das verstehen, wenn du die ganze Zeit halt surfen willst oder Beachpartys feierst. Everybody go surfing. So, ich bremse hier das Wasser ein bisschen aus, wie du siehst. Hier kommt es noch mit Highspeed. Hier bremse ich das schlau, wie ich bin, ein bisschen aus. Du hattest noch einen. Der Dönermann hat angerufen. Achso, der Dönermann hat angerufen, deine Mutter dreht sich nicht mehr. Ja, sie ist der Dönerspieß. Weil sie so fett ist. Ich habe den Witz verstanden. Okay, ich wollte dir nochmal erklären, du hast noch nicht gelacht. So, wir müssen hier das Wasser wieder ein bisschen... Da, sehr gut. So, hier wieder Smoover Maken. Smoover Maken. Oh, 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 oh. Guck mal, da. Ja, Blockunterricht, das ist auch sowas. Wir haben ja auch so ein paar Auszubildende hier bei uns, die dann einfach mal so ein paar Wochen hier so Berufsschule haben. Das ist wirklich der größte Müll, den es gibt. Wieso? Ich hatte auch Blockunterricht und guck mich an, wo ich heute bin. Hatte ich auch, aber ich sitze. Ich war nie da. Wie, du warst nie da? Ich habe ja auch eine Ausbildung gemacht, aber hab dann immer eine Entschuldigung von meinem Chef bekommen, dass ich halt arbeiten muss. Ja gut, das ist natürlich dann aber, also das ist nicht löblich vom Chef, weil du sollst ja eigentlich was lernen. Der hat dich nur als... Ich habe da nicht viel gelernt. Ich musste immer 2,5 Stunden zur Schule fahren. Oh. Hä? Von Leipzig nach Chemnitz. Alter Schwede. Das ist richtig ätzend. So, das sieht doch, glaube ich, wenn ich jetzt hier mal pinseln darf. Ja, wir haben tatsächlich Azubis, nämlich Kaufleute für audiovisuelle Medien und Mediengestalter, Bild und Ton. Mediengestalten nenne ich sie ja auch. Darüber lachst du, ja? Nee, ich lache über, deine Mutter hat die Blutgruppe Nutella. Was? Deine Mutter ist so fett, sie hat die Blutgruppe Nutella. So, jetzt fragen wir dich mal, die oder das Nutella? Das Nutella. Echt? Ja. Ich glaube, das ist so ein Ost-West-Ding. Ich sag nämlich, also ich bin ja nur auch nochmal gebürtiger Ossi, aber ich sag zum Beispiel die Nutella. Ist halt die Frage, ist es, ich sage das Nutella, weil es glaube ich ein, es ist ja ein Gegenstand. Hä? Oder? Du sagst doch auch nicht das Wurst, ja, du recht, oder du sagst nicht das Käse. Ja, du hast recht. Ich meine, damit hat es ja jetzt nichts zu tun. Ich sage, das ist einfach ein allgemeiner Sprachgebrauch. Gelernt halt, das, dem Nutella, das Nutella. Das Nutella, der Nutella, die Nutella, das, beides. Nee, das hatten wir beim Chat-Duell und es steht fest, es sagen mehr Leute
das. Okay. Das ist echt krass. Also, ich war selbst überrascht. Aber auch ein guter Punkt, das heißt ja auch die Nuss-Nougat-Creme, wobei genau. Es da aber von Creme kommt, weil die Creme. Genau, genau. Ne? Also so habe ich es mir dann auch mal kurz... Im Endeffekt ist es auch völlig Latte, wirklich. Also es gibt schlimmere Sorgen auf der Welt. Das kann wirklich so ein Ost-West-Ding sein, stimmt. Stimmt. Alter, ich werde hier einfach noch zum... Der Nutella. Okay, der Nutella können wir ausschließen. Dem Nutella. Dessen Nutella. Leute, ich bin gerade richtig geilig drauf, einfach, das merkt ihr. Ich muss hier Rocks hinlegen. Ne, rock den Shit. Viele behaupten ja auch, Dwayne The Rock Johnson wäre. Ach, scheiße, jetzt habe ich schon verkackt. The ja. Rock wäre Dwayne Johnson. Das war gerade ein bisschen schlecht, das gebe ich zu. Aber wir sind uns alle einig, dass Nusspli nicht so geil ist wie Nutella, oder? Ich esse das nicht, ich bin Nussallergiker und ach ja, stimmt, wie ich ja vorhin erzählt habe, meine Ernährung ist etwas besser und ich war auch nie der große Nutella-Esser. Doch, bestimmt mit 8 bis 14 ja. Habe ich auch meine aber Nutella. Hattest du nicht immer eine Nussallergie? Ja, aber Nutella ist jetzt auch nicht so schlimm. Okay. Und ich kann es verstehen, ich habe auch des Öfteren mal, die letzten Jahre, ich glaube pro Jahr esse ich 2 Nutella-Brote okay. Oder was weiß ich. Und sage ja dann nicht, ist das eklig. Aber es ist einfach nicht so mein Taste. Da esse ich lieber Honig. Ich bin auch nicht so der Süßesser, ganz ehrlich. Ich esse lieber morgens Käse und Wurst. Ja. Bin ich irgendwie doch, ich esse gerne Käse. Ich bin ein großer Käseesser geworden. Stimmt, eigentlich müsste ja Nutella, da es eine Marke ist, keinen Eigennamen haben. Stimmt. Also kein Artikel. Naja, aber gib mir mal das Zeber, sagt man ja auch, glaube ich, oder? Ja, das stimmt. Das ist einfach wahrscheinlich so in den Sprachgebrauch rübergerutscht. Weißt du, über was ich öfter mal rüberrutsche? Weißt du das? Oder deine Freundin? Hoffentlich. Schön wär's. Da hätte jetzt so die traurige Musik von Drawn Together kommen müssen. Ding! Ding, 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 ding. Drawn Together, du bist einfach... Mensch, ich weiß nicht, wer dich neben mich gesetzt hat. Wieso? Hab ich mir das ausgesucht? Diese schlaflosen Nächte, die deine... einfach, du hast so viele Lags im was du... Drawn Together hast Ich kenn Drawn Together, natürlich kenn ich Drawn Together. Okay, gut. Meine Fresse, ich hab nicht alles gesehen, aber ich kenn Drawn Together. Du weißt, dass ich dich liebe, ne? Du weißt nur, du bist Sender. Hier mein. Du bist halt hier mein. Der Typ, der meine Sprüche halt abfangen muss. Oh, was aber auch geil ist, kennst du die. Es gibt auch von verschiedenen Anbietern natürlich. So Kokos-Vanillecreme. Die so getwirlt ist? Ja, ne, nicht getwirlt. Die ist einfach komplett weiß. Sieht ein bisschen aus wie Samen. Was ist Samen? Samen sind doch das, woraus so Pflanzen entstehen. Genau, richtig. Dann, ne? Und die schmeckt auch richtig geil. Die schmecken so ein bisschen wie pürierte Rocher. Nicht Rocher, sondern Raffaello. Oh, Raffaello, I love it. Das ist der Hammer. Aber das Problem ist, ein Raffaello ist ein... Nee, eine Mandel. Stimmt. Das darum ist Mandel. Mandeln sind auch ein bisschen, oder? Nee, Mandel nee? Ist eine... Was ist denn eine Mandel? Ich guck das mal. Ich guck jetzt mal fix, was eine Mandel ist. Ich glaube, das ist eine Nuss, aber... Nee, ich glaube, das ist eine... wie nennt man das denn nochmal? Ein Samenkern oder so? Ist ein Kern nicht automatisch auch eine? Nee, dann könnte ich ja... Der Mandelbaum ist eine Pflanzenart aus der Gattung Prunus in der Familie der Rosengewächse. Oh. Seine Steinfrucht. Eine Steinfrucht, genau. Das essbare Nährfleisch des Pflanzenkeimlings Endosperm. Das ist mal wie bei Samen. Lol. Die Mandel wird von Menschen in vielfältiger Weise vor allem als Nahrungsmittel und als Kosmetikum genutzt. Mandelmilch zum Beispiel auch sehr interessant und lecker. Ordnung rosenartige Familie der Rosengewächse unter Familie Spiraeoidea Tribus Steinobstgewächse. Gattung Prunus. Also, ich bin amazed, wie gut du lesen kannst. Und der wissenschaftliche Name ist Prunus dulcis. Steffen, danke. Willkommen bei Löwenzahn. Löwenzahn. Ich habe letztens noch wieder ein paar Folgen geguckt, tatsächlich. Echt? Aus Interesse. Kennst du das Gerücht, dass er ja Kinder hassen würde? Ja. Das ich weiß nicht, ob das böswillig ist oder ob das wahr ist. Das könnte wahr sein. Nee, ich glaube, das ist mal irgendein so Gerücht gewesen, was
einfach fieslich ist. Ey, geil. Du kannst dich hier unter Wasser richtig tief droppen. Nice. Das macht das ja richtig nicey-nicey. Geil. Nice. Und wie abgefuckt ist der Chat schon, dass ich... Nö, überhaupt nicht. Echt? Ich habe immer so Angst, liebe Leute, dass euch das langweilt, wenn ich hier den Shit mache, aber... Ach, unterhalten uns auch nett nebenbei. Ja, nett ist... Was haben die Leute noch immer den Notanker, Mutterwitz reinzuschreiben und sich daran zu freuen. Stimmt, genau. Ne? Und ja, da hast du vollkommen recht. Und lese immer einen guten vor, ne? Ja, das mache ich. Weil, Axel, hast du mal einen guten Mutterwitz? Okay. Axel sagt nein, weil er keine Mutter hat. Okay. Nein. Axel hat keine Mutter. Nee, das stimmt nicht. Axel, es tut mir leid. Ich. Okay. Okay, der ist geil. Erzähl ihn. Darf, soll ich? Ja, der ist also, Sex. Ist Genie, so Sex oder? Geht, aber es geht, geht nicht irgendwie sowas wie Menschen von anderer Kultur ach oder so, Glauben okay. Und sowas. Sowas geht halt nicht. Aber also der gute Axel hat gerade den Witz gedroppt. Deine Mutter fliegt ständig aus Bukake-Partys. Oder von Bukake. Heißt es von Bukake? Aus von Bukake. Von Bukake. Steffen, was ist dieses Bukake? Steffen? Das ist eine Praktik. Ich versuche das jetzt so neutral wie möglich zu formulieren. Wir sind ja auch am 18, ne? Ihr könnt ja noch was lernen, Kinder. Wie gesagt, Löwenzahn heute ein bisschen hier. Ich kann mal gucken, was ein beliebtes Online-Lexikon dazu sagt. Okay, sehr gut. Ich hoffe, ich habe es richtig geschrieben. Ich weiß ja nicht, wie man das schreibt. als ich es gerade gehört habe, ging das aber ganz schön schnell. Okay. Soll ich es kurz vorlesen? Ja, das wäre Winderchens. Es ist, handelt sich hierbei um einen asiatischen Begriff. Bukake bezeichnet im westlichen Verständnis, siehe Etymologie, eine Gruppensexpraktik, bei der mehrere Männer auf eine weitere Person ejakulieren. Dies geschieht meist in Form der Ejakulation ins Gesicht, dem Fazial, wenn die gehört das Wort, einer Form des... Du bist ja richtig gut, du amüsierst mich. Kumshot. Kumshot. Jedoch gibt es andere Varianten, wobei der Bereich des Körpers genannt wird, zum Beispiel Brustbukake, Gesäßbukake, Brillenbukake, Fußbukake, etc. Okay, nice. Da lerne ich ja noch richtig was zu. Ja. Wie, es gibt verschiedene Theorien. Ist das Sport oder unter was fällt das dann? Es gibt verschiedene Theorien über den historischen Ursprung von Bukake. Es hält sich das Gerücht, dass es ein japanischer Brauch ist, der früher, womit früher ehebrecherische Frauen bestraft worden sind. Aber es gibt dafür keine Belege. Aber es ist ein japanisches Wort, was übersetzt bedeutet Spritzer. Echt? Ja. Du dummer Bukake. Ja, ey. Das zusammengesetzte Verb. Vielleicht sollten wir City Skylines in sowas umdenken. Und jetzt versuchen mit nur Klicks. Okay, du bist gleich wieder. Warte, ich muss ganz kurz noch den Einsatz zu Ende führen, den Wortstamm noch kurz erklären. Ja. Es ist nämlich ein zusammengesetztes Verb aus den Verben Butsu und Kakeru. Und Butsu bedeutet schlagen. Ist jedoch in diesem Zusammenhang ein verstärktes Präfix, wie in Butamagaru, total überrascht, oder Butigiri, wie überwältigend gewinnen. Kakeru bedeutet in diesem Zusammenhang spritzen oder fließen, also ein überwältigendes oder ein überraschendes Spritzen. Okay. So, und das findet man dann auf Twitch oder auf YouTube oder was? Also ich bin total überrascht. Woher soll ich denn das wissen? Ja, okay, ich dachte, das steht vielleicht auch bei dir. Nee, das steht hier leider nicht. Okay. Okay, haben wir wieder was gelernt. Jetzt versuch von diesem Buckcake, wie heißt es jetzt? Versuch von da nur mit Klicks jetzt zu. Weißt du, da gab es doch mal dieses Spiel, dass man nur mit Klicken. Egal, lies lieber den Chat. Die haben bestimmt noch. Die haben noch schon ganz viele Fragen dazu. Wobei, ich bin ehrlich, ich habe auch mal eine Zeit lang wirklich vieles gegoogelt und es gibt Sachen, also in diesem Bereich, der sich ja nun mal Liebe, körperliche Liebe nennt. Ja. Es gibt Sachen, wo man halt echt so denkt, ich meine, hey, da sind immer zwei Leute und wenn die machen, die können machen, was sie wollen so. Aber es gibt so Sachen, wo ich denke, wie entsteht das? Wie kommt man darauf, das zu machen? Hast du dafür ein Beispiel, was ich googeln kann?
Naja, zum Beispiel gibt es da dieses, oh nein, ich weiß nicht, wie tief wir gerade sinken. Oh mein Gott. Ab morgen kein Rocket Beans TV mehr, wenn die Landesmedienanstalt hier anruft. Okay, wir lassen es mal lieber. Nicht, dass ich wirklich nachher wieder zu Anno gerufen werde ins Büro oder so. So, ich glaube, das sieht doch hier ganz tollig aus, oder? Guck mal, ich habe jetzt so viele Steine hier im Brett. Hannes merkt gar nicht, dass es seit 5 Minuten genug Felsen sind. Ich glaube, es hat schon... Weil ich nur dir zuhöre, oder? Ja. Und hier so... So, dann bauen wir mal. Läuft eigentlich die ganze Zeit, ja, ne? Oh Mann, haben wir Leute schon verloren? Ja, wir haben schon 2000. Ach, ich brauche eh niemanden. Das stimmt. So, dann fangen wir mal an. Ach ne, ich wollte noch da drüben. Da drüben noch. Sehr gut. Ich mochte auch einfach, deine Präsentation war sehr schön. Also muss man mal dir sagen. Ja, danke. Dass du zum nächsten Mal meine PowerPoint dazu. Gut. Nee, das machen wir mal gerade hier. Deine Mutter arbeitet bei Aldi unter der Kasse und macht Piep. Deine Mutter steht, kackt vor die Tür von Aldi, weil auf der Tür steht drücken. Das musst du aber mit dem richtigen Akzent sagen. Der gute Axel hat gerade noch einen zum Besten gegeben. Ich rezitiere. Deine Mutter schmeißt Spaghetti gegen die Wand und ruft, ich bin Spider-Man. Okay, holt mich nicht ganz so ab, aber... Ist okay. Ich habe letztens... Wieso kann ich hier nicht... Kannst du mir sagen, wieso ich hier nicht bauen kann? Ach so, weil da... Ne? Das Ding, nee, ja. Guck mal. Nee, das ist doch eigentlich richtig. Ist da vielleicht irgendwie wieder so eine Anhöhe drin? Oh, da. Oder Wasser vielleicht? Was geht denn hier ab, du Schmierlapp? Axel, Google, du googelst jetzt wirklich, du hast viel zu tun, Axel. Ach du, Junge hier guckt doch auch in Chat rein. Ihr lenkt wieder den armen Axel ab, der soll doch hier schneiden. Immer wieder das Gleiche, Axel ab. Wirklich. Echt. Aber du hast gelacht, lese ihn. Aber wahrscheinlich, weil, wenn Steffen den Witz nicht vorliest, heißt das, der ist wahrscheinlich nicht jugendtauglich. Direkt lesen, siehst du? Ich bin aber nicht aufmerksam genug. Verdammt! Ich bin schlecht für diesen Job. Ich habe mir heute meinen Blobby Wolli Keen nicht verdient. Dein was? Kennst du nicht Blobby Wolli? Klar kenne ich Blobby Wolli. Das ist ein Wahnsinn. Beste LAN-Spieler aller Zeiten. Oh, ich töte dieses... Da, sehr gut. Wie wär's mit einem Porno-ABC als neues Filler-Format? Ha! Ja, eigentlich ganz geil, oder? Ich meine, da müssen wir natürlich ganz viel Recherchearbeit reinstecken, weil so viel findest du ja auch so nicht ein, ne? Das stimmt. Nee, ich finde das in ähnlicher Form eigentlich ganz lustig, dass man dem anderen so sagen muss, hier, das ist dein Wort. Also das könnte man auch mal bei Bonjour machen, mit Budi zum Beispiel. Ich glaube, der hätte da richtig Lust zu. Und der müsste das dann so ähnlich vorlesen, wie du das gerade getan hast, weißt du? Jetzt müssen wir es also jugendfrei präsentieren. Was ist ja relativ einfach. Du musst ja nur vorlesen. Das Dictionary gucken und vorlesen. Stimmt. Das war jetzt ja keine Leistung. Dictionary, weißt du, wegen dick heißt ja auch nicht dünn. Ach so, ja. Nee, du weißt schon, was ich meine. Du weißt, was ich meine. Das kann ja wohl nicht sein. Schließe da an. Bam. So. Ich glaube, wir dürfen auch. Dürfen wir auf Twitch Porn? Dürfen wir was mit Porn machen? Nee, ich glaube, man darf keine. Also, ich glaube, Brüste und so. Also, wir dürfen jetzt nicht unsere Brüste zeigen, das ist ja okay, weil die sind immer zu groß. Und zu prall. Aber. Ich weiß nicht. Darüber reden? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß nicht, ob wir darüber reden dürften. Also, eigentlich Aufklärung oder so wäre ja eigentlich was Gutes. Ja, ist natürlich. Definitiv. Und wir feiern damit ja auch die sexuelle Vielfalt in der Bundesrepublik, feiern wir damit ja. Müssten wir vielleicht Senior Hauke mal fragen. Ich weiß nicht, wieso. Ach, weil da immer noch Wasser ist. Oh, dieser blöde Wasser. Müssten wir mal Hauke fragen, der wahrscheinlich gerade zuguckt und schon mit der Landesmedienanstalt redet. Ja, dieser Steffen. Haben wir schon entlassen, keine Sorge. Der sitzt dann nur noch heute. Tammy, warum kann ich hier keine Bäume bauen? Oh, Wasser! Hä? Wo kommt das jetzt auf einmal her? Porno Plus. Ja, natürlich. Ja. Porno Plus Daily. Ja, da haben wir einfach nicht den Experten dafür. Hier gibt es einfach niemanden, der solche Filmchen guckt.
Was zur Damn-Hölle ist hier los? Ich glaube, ich muss das Wasser hier nochmal ein bisschen bremsen. Leute, ich bin mit Steinen durch, aber wir müssen hier, glaube ich, mal dem Wasser ein bisschen... Es muss vorher hier schon ein bisschen nach links geleitet werden. Die Flut kommt! Wann kommt die Flut? We don't have ne? We don't have ne? Ja, der Marco will auch das Porn Plus haben. Marco, wenn du das jetzt hier hörst, wie weit sind wir drüber oder weitermachen? Ich kenne die Policy so schlecht von Twitch. Wann und so. Werden wir von YouTube gekickt? Wann dürfen Weil ich hätte noch ein geile. Ich habe ja vorgeschlagen, also ich hatte ja noch eine Idee, was ich mal bei Wikipedia so. Ja. Und ich meine, es ist eine Sache, die kennen auch viele, aber ich habe mir das mal durchgelesen. Und hey, sag doch mal, dann gucke ich jetzt hier gleich mal. Dieses Sock-Stuffing. Okay, sag mir echt mit, nicht. Nee, mit C. Mit C okay. Vorne. Socks. So? Dann S-T-U. Da steht, da ist es schon. Wird schon vorgeschlagen. Oh mein Gott, will ich das wirklich lesen? Ich bin mir nicht sicher. Oh Gott! Ah, das fällt allein schon. Gut, wir haben den Bogen überspannt. Wir haben den Bogen eindeutig überspannt. Oh mein Gott. Oh Gott. Und das ist nicht selten wohl. In Krankenhäuser kommen mehr und mehr Leute. Deswegen. Marco, haben wir den Bogen damit jetzt? Okay, es ist passiert. Es ist passiert. Oh mein Gott. Oh Mann, ich werde wirklich gleich bestimmt irgendwo... Ich habe heute Nacht wieder... Hannes, die Jungs möchten nicht sprechen. Eieiei. Meine Fresse, du. Ah, shit. So, hier ist immer noch das Wasser. Was habe ich ein bisschen meine kindliche Unversehrtheit verloren. Das kanntest du noch nicht? Nee, nein, Alter, als ich das nicht. Das erste Mal gehört habe, hat eine sehr gute, ja, heutzutage haben wir leider wenig Kontakt, die Wege haben sich getrennt, aber eine sehr gute Freundin kam damit an und wir saßen da. What the heck? Was soll das sein? Eine sehr gute Freundin kam an und hat was damit gemacht? Nein, hat das erzählt. So, hat uns sozusagen so betitelt, ihr dummen... Okay. Was seid ihr denn für Weißer und denn so, was bitte sollen wir sein? Was zur Hölle redest du da? Was ist das? Okay, Marco schreibt, wir sollen jetzt aufhören, wir machen ihn wuschig. Okay. Scheiße, Mann. Guck mal, was ich hier verbrochen habe schon wieder. Jetzt werden die ersten die ersten Fragen schon, wie wird das geschrieben? Wir werden das nicht wiederholen. Ich habe Mist gebaut hier. Das Wasser fließt in unsere Stadt. Wo kommt es rein? Hier kommt es rein. Ey, ich bin raus. Ich kann nicht mehr. Ich wusste nicht, dass da ein Foto ist. Oh das Gott. Wusste ich wirklich nicht mehr. Das wusste ich wirklich nicht mehr. Aber auch so total Wikipedia. Einfach hier so, komm. Wissen ist Macht. Aber ich meine, Wikipedia-Sachen, ist es, ich weiß es nicht. Ich muss jetzt wieder drauf gehen, um das scheiß Fenster wieder zu schließen, ne? Ja, dann, Alter. Heilige Mutter Maria. Dann machst du die Augen so unscharf, weißt du, wie wenn man so früher Filme geguckt hat, so als Kind so. Oh Gott, Okay, ist weg. Ich kann ja zum Beispiel, ich stehe ja überhaupt nicht auf Horrorfilme oder so, was ich noch schlimmer finde als Horrorfilme. Also so Jumpscares oder Scare-Jumps, wie heißen die nochmal? Jumpscares. Jumpscares finde ich halt. Aber gut, das ist ein kurzer Adrenalinstoß, wo es dann kurz so geht. Aber was ich noch schlimmer finde, ist diese Torture-Porn, so Hostel. Ach so, war nicht so splatterig, sondern eher so... Wirklich, wo es wirklich explizite Gewalt, ja, und diese Geilheit, die man dabei empfindet. Also, weißt du, wenn da so... Also ich habe es nur von Hostel gehört, so, dass da dann, keine Ahnung, die Sehne hinten... Am Bein durchgeschnitten wird, wo ich denke, oh nee, das finde ich wirklich widerlich und sowas gucke ich mir nicht an und da sitze ich, wenn denn mal sowas kommt, so da klappen sich mir wirklich die Füße. Ich kriege es nicht hin! Pumpen, Hannes, pumpen! Nein, eben. Du musst es absenken, nicht hoch machen. Ich senke es doch auch gerade ab. Husten? Hier müsste ich Nee, ich müsste hier halt schon vor, hier senke ich schon ab, damit der Druck da ein bisschen genommen wird. Ich glaube, ich hab's auch gleich. Ja, Leute, es ist mal wieder... Warum kennt Hannes sowas? Ja, das frage ich mich auch. Ich hab's auch gesagt, eine Freundin kommt damit um die Ecke, betitelt dich damit und nennt dich... Ich will das Wort halt nicht nochmal, aber behaupten wir, das Wort wäre Logstuffer. Ja. Und dann...
Ja, was ist mit euch denn los, ihr Logstaffer? So. Und du sagst, bitte was? Und übersetzt es halt natürlich schon im Geiste. Und denkst du, okay, ist es das, was ich denke? Und dann kamen die auch noch mit Geschichten. Mit Geschichten. Von Männergeschichten, von ihren Männern. Nein, 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 nicht von ihren Männern, sondern dass sie es halt von irgendjemandem und dass es Videos gäbe. Wir sind hier in einem Bereich, den wir vielleicht einfach nicht bespielen sollten. Ja, aber jeder hat seinen Fetisch, ne? Genau, darum ging es. Das ist ja auch wenn zwei Leute in erster Linie in Ordnung. Wenn das beide geil finden, dann ist das auch okay. Es ist vollkommen. Und wenn beide damit d'accord sind oder auch der eine, jeder soll machen, was er will. Sexualität ist ein breites Band. Und der Hauke, der hat auch immer sehr viele Geschichten über sowas. Über seine sexuellen Fetische? Nee, so der kennt auch so den ein oder anderen Japano-esken Film und so. Erhöhst das gerade? Ne? Ja, wie? Was passiert denn da gerade? Ich erhöh's da und mach's hier wieder flacher. Ich glaube, ich mach's richtig. Und okay. Außerdem bin ich total abgelenkt. Ach ja. Hier müssen wir, glaube ich, einfach einen Vorsprung bauen. So, hier muss das mal ein bisschen rauskommen. So. Muss dann hier wieder das weggemacht werden. So. Dann wird das hier nämlich nicht da so reingedrückt. Wo wir schon bei Sachen reindrücken sind. So, was hat erzählt denn der Chat so Schönes? Ja, die haben nochmal nachgefragt, um was für ein Wort es sich handelt. Und, nö, das, nein. So, wir müssen mal gucken, wie es hieß. Moria Feli beschreibt die steigende sexuelle Erregung des Betroffenen durch das Erzählen von unanständigen Witzen. So, hier, da. Hier kommt das Wasser, drückt sich da. Danke, jetzt habe ich keinen Hunger mehr. Ja, Foxhund 83, selbst schuld. Du darfst doch nicht City Skylines einschalten. Echt? Zum Essen. Echt, bei so einem Spiel, das ist nichts für sanfte Gemüter, was wir hier machen. Das zieht sich hier auch wieder hin wie. Geilen Wortwitz mit. Es zieht sich hin. Es zieht sich hin wie. Stuttgart nach Berlin. Keine Ahnung. Verstehst du wegen Hinzu? Oh. Ja. Leite ein Teil des Flusses mit Hilfe eines Kanals oben. Nein, ich krieg das schon hin. Wir waren ja schon fast da. Wir kriegen das schon hin, Leutchens. Wir sind doch intim. Ein Team. Gib doch ansonsten ein bisschen nach links ein bisschen mehr Platz dem Wasser. Hier so. Dass du da ein bisschen absenkst. Ja, geht schon besser. Wird schon guter, was? Zieht sich hin wie der Flughafen in Berlin. Ja, zieht okay. Sich hin wie der Bau des Flughafens in Berlin. Ja. Ja, wird schon. Wir lassen das hier mal kurz laufen. Oh, guck mal hier, Alter. Wie geil das hier sich bewegt. Kann man hier so ein bisschen... Ich glaube, es hat geklappt. Nein. Ja, nicht ganz. Hier drückt es noch ein bisschen. Können wir so ein bisschen hier Wildwasser-Rafting draus machen? Das wäre auch geil, ne? Das wäre ganz cool, ne? Ach ja, gut. Wir können alle gleich mal wieder ein bisschen runterkommen. Ist echt krass, ne? Irgendwie, das hat einen körperlich ein bisschen fertig gemacht. Das war jetzt auch ein bisschen zu viel Spaß, wie wir jetzt hatten in der letzten halben Stunde, finde ich. Also, kann auch ein bisschen weniger werden. Zu viel Spaß ist ungesund, stimmt. Ja. Ich erinnere mich, wir waren beide verdammt cool, doch innerlich bin ich nur. Also, Werbung soll das bedeuten? Ja, war gleich das eine, in 10 Sekunden tatsächlich. War das eine Überleitung zum Werbung machen? Das war eine kleine, klitzekleine Überleitung, die dann auch zu dir gehen sollte und du solltest dann die Werbung quasi anmoderieren, was halbwegs geklappt hat. Nichtsdestotrotz gehen wir jetzt in die Werbung. Nichtsdestotrotz ist auch so ein Wort, das bald wahrscheinlich Unwort des Jahres heißt. Okay, liebe Leutchens, ich versuche hier dieses Chaos, was ich im Nahost, nahe Laos gemacht habe, zu verbessern. Freestyling. Ja, aber anscheinend Och, ist ja, doch keine Timon Werbung. Keine Lust auf Werbung, dann da bin ich einfach Timo? Nur beleidigt. Hallo Timo, was soll denn das? Langsam. Wahrscheinlich haben die da drüben wirklich gerade so Stress und so, da brennt irgendwas. Timo wahrscheinlich. Ja, plötzlich sind wir nicht mehr wichtig. Oh, das stimmt. Man muss auch mal seine Prio... Täten. Ey, keine Ahnung. Ja, ich weiß auch nicht, was jetzt los ist. Anscheinend ist da wirklich Stress gerade drüben. Ja, warum haben die denn Stress? Das ist... Die machen den ganzen Tag nichts anderes, Alter. Oh, da ist ja was. Die mussten gerade was klären. Heißt das, wir machen jetzt Werbung oder nicht, Team? Okay, dann machen wir jetzt Werbung.